Einmal leben. Einmal leben. Ja, geil. David Feldbrügge ist Experte für ökologische Baustoffe. In Niedersachsen betreibt er einen Handel für Lehm, Kalk, Hanf und Stroh. Hat schon was von der Kathedrale. Seine Mission? Ökologische Baustoffe bekannter machen. Beim Kalk geht es einfach darum, dass das richtig nass ist. Da muss richtig Wasser auf die Wand drauf. David ist auch als Experte gefragt. Sein Angebot ist in dieser Form einzigartig im Norden. Da habe ich einen Online-Shop gemacht. Ohne großen Plan. Ich habe es einfach gemacht. David kann da Kuhmilch verkaufen. Das ist es. Das kann man sich doch gefallen lassen. David Feldbrügge ist Händler für ökologische Baustoffe. Heute berät er seine Kunden vor Ort. Dieses Fachwerkhaus in Grabow aus dem Jahr 1820 steht unter Denkmalschutz. Gucken wir mal. Hallo, Melf? Esther? Die Bauherren wollen das Haus ökologisch sanieren. Mit Davids Hilfe. Hi. Hallo David. Hi Melf. Hallo. Hi Esther. Hallo. Ja, zeig mal, also Melf, du hast ja ganz viel vorbereitet schon mit Planung. Ja, ganz genau, dass du einfach vielleicht siehst, was so die Grundgedanken fürs Haus sind und wir dann in die Baukonstruktion hineingehen. Melf Sutter ist selbst Bauingenieur. Vielleicht magst du mal, wie weit bauen wir zurück, wie bauen wir auf, dass wir ja, dann. Genau, also ich würde, also das hier darf alles bleiben, ne? Das ist, also natürlich, ne, du hast hier jetzt, ach nee, das ist ein Garn, das ist ja geil, gar kein Draht, der hier rostet, ne? Man hat natürlich jetzt nur ein paar Nägel, die so ein bisschen rostig sind, aber ansonsten, dieses Garn hier hält halt das Langstroh auch an Position und das Langstroh haftet dann in dem Lehm rechts und links im Gefach und überdeckt sozusagen die Balken. Hier unten muss als erstes mal noch eine Schicht Lehm wieder drauf gemacht werden, weil du hast halt von außen jetzt hier diese Übergänge, die sind nie dicht. Es ist ein Fachwerk, was sich bewegt und arbeitet und da kommt halt immer Schlagregen rein und das wird halt hier dann zu einer Durchfeuchtung führen bei Starkregen. Und das trocknet aber auch wieder weg. Nur dafür braucht es halt den Lehm als erste Schicht hier drauf. Lehmputz war früher üblich. Lange in Vergessenheit geraten, liegt Lehm wieder im Trend. Die Lehmmischung hat halt dann, die wurde in den Gefachen aufgetragen, also direkt auf den Stein. Das sieht man auch hier. Das ist der erste Unterputz. Und dann hat man halt hier dieses Stroh genommen, das Langstroh, hat das Langstroh dann über die Gefache rübergebettet. Also hier sieht man auch noch, wie das Stroh in diesem Lehm eingedrückt war. Hier hat man noch die Spuren davon. Und dann wurde der Lehmputz, die nächste Lage, auch sehr strohhaltig, halt über alles drüber gemacht. Ja, vielleicht können wir mal hier hineingehen. Hier kann man alle Decken ganz gut erkennen. Also hier sind wir jetzt in eurer zukünftigen Küche. Die Küche ist auf der anderen Seite, so. Das ist genau, aber so fast, das ist genau das Schlafzimmer später oder ein Kinderzimmer. Ja, okay. Es geht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land. Also wenn du halt hier unten jetzt eine flexible Holzfaserdämmung reinmachst, dann hast du halt einen sehr hohen Dämmwert. Also du hast ja hier echt genügend Platz. Geht halt noch ein bisschen die Frage nach Schallschüttung, ob man noch irgendwie Schallschutz machen möchte. Ökologische Baustoffe wie Holz, Stroh, Lehm oder Kalk können viele konventionelle Materialien ersetzen. Sie gelten als nachhaltiger und gesünder. Es fehlt natürlich die Erfahrung mit im Umgang mit den Materialien. Das war so ein bisschen sind die Beweggründe bei David zu landen, dass man nicht nur einen Baustoffhändler hat, der uns einfach sagt, ich brauche irgendwie 50 Quadratmeter davon und dann wird es bestellt, sondern eben auch noch die Sinnhaftigkeit noch mal in Frage stellt. Also das ist genau mein Stil. Das ist genau das Haus, was mir gefällt. Das hätte ich genauso für mich selber auch gekauft. Du siehst einfach die Geschichte an jedem Teil von diesem Haus. Die Fachwerkbalken, die wurden hier, für, ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, aber da wurde bestimmt auch hier der ein oder andere schon mal noch von Hand beschlagen. Und du siehst einfach diese handwerkliche Leistung, die da drin steckt und die man fühlt die Energie davon auch. Und das finde ich einfach herrlich. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, danke. Genau, gerne. In ein paar Wochen wird David mit den ersten Probematerialien wiederkommen. Davids Konzept? Er verkauft die Baustoffe nicht nur, sondern hilft seinen Kunden auf Wunsch auch während der kompletten Bauphase.
Viel läuft inzwischen über Videoanrufe. Aber wenn es passt, schnuppert David am liebsten selbst Baustellenluft. Es ist ein Material, was ich verkaufe, was sehr beratungsintensiv ist tatsächlich. Es ist noch ein Nischenprodukt, es muss noch ganz viel Aufklärung stattfinden. Und ich habe das Wissen und meine Kunden teilweise nicht. Und dementsprechend muss man darüber reden. Und da unterscheidet sich halt der konventionelle Baustoffhandel halt auch von dem, was wir tun. Hitzacker. Hier hat David Feldbrügge seinen Baumarkt für biologische Baustoffe. Endlich kommt eine lang ersehnte Lieferung. Hi. Hi, Chef. Wie immer, einmal Lehm. Einmal Lehm. Ja, geil. Ich mach schon mal auf, ne? Cool. Das ist immer wieder schön, ne? Wenn ein schöner, voller LKW noch mal kommt. So. Und gerade jetzt, also hier das mit den Strohplatten, das freut mich halt sehr, ne? Die haben, gerade gestern hat noch ein Kunde angerufen, Mensch, ich brauche noch Strohplatten. Und dann konnten wir den LKW auf dem letzten Drücker noch ändern. Und klar, der ist jetzt voll. Der ist richtig voll. Aber dafür hat er die Platten halt gleich direkt bekommen. So. Machst du hier draußen und ich räume die Rampe frei? Gut. Vor 15 Jahren gründete David Feldbrügge den Baustoffhandel in seiner privaten Garage. Nach eigenen Angaben ist er in Norddeutschland der einzige Anbieter in dieser Größe, der nur mit ökologischen Baustoffen handelt. Das ist halt das, was mir eigentlich wichtig ist. Ich möchte den Baustoff, den Lehm, den Kalk, diese guten Sachen einfach in den Markt bringen. Die müssen verfügbar sein, weil nur dann können die auch verwendet werden. Und das ist eine unserer Aufgaben. David ist gelernter Tischler, hat jahrelang Altbauten saniert und ausgebaut und so die ökologischen Baustoffe kennengelernt. Also ich habe es halt einfach eingebaut und verarbeitet. Und dann merkt man ganz schnell, wie viel Spaß und Freude dieser Baustoff macht. Und es war einfach nicht verfügbar lokal. Und da habe ich einen Online-Shop gemacht, ohne großen Plan. Ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da ist eine Nachfrage da, es läuft. So kam dann eines zum anderen. Inzwischen hat David 13 Angestellte. Soll ich dir die hier in den Gang stellen? Ja. Ah genau, und guck, mit dem Streichputz kannst du dann auch direkt nachher, wir warten schon ein paar Pakete noch auf den Versand. David plant gerade etwas Neues, einen großen Workshop zum Thema Kalk. Doch erstmal muss er sich um die Lieferung kümmern. Hey Fabian, hier ist David. Deine Strohplatten sind jetzt verfügbar. Also wenn du Lust hast, kannst du den Anhänger anschnallen und rüberkommen. Tschüss. Wir sind halt schon ein Online-Shop. Damit machen wir tatsächlich die meiste Werbung, den meisten Lärm. Aber wir sind auch hier lokal ansässig und wir gucken schon, dass wir die Leute halt auch hier mit Material versorgen können. Ne? Das ist ganz wichtig. Und lokal heißt für uns aber hier vom Wendland aus, die Leute kommen von Hannover, von kurz vor Berlin bis Hamburg und fahren halt einfach dann die ganze Strecke hier rüber. Und ansonsten, das, was wir hier machen, ist Beratung. Ne? Also wir haben 2, 4 Leute, die hier einfach immer am Telefon parat sind und dauerhaft Beratung machen. Anna, hi. Hallo David. Oh, mieses Wetter. Anna Maas ist wie David gelernte Tischlerin. Jetzt arbeitet sie selbstständig als Lehmbauerin. Sie kennen sich aus gemeinsamen Baustellenzeiten. Wir haben bestellt 5 Säcke Klebemörtel, ja, und 1 Big Pack Terrafein. Ja, haben wir da. Sehr gut. Ich mache aber auf jeden Fall schon mal die Palette auf. Ja, ich fahre dir den Klebemörtel auf die Rampe. Und dann laden wir den, fahren wir mit dem Stapler runter. Die ökologische Baubranche ist klein. Man kennt sich. Soll ich dir die reinladen? Bitte, ja. 4 kriegst du, oder? 5. Ich kaufe immer bei David ein. Ich hab, das ist mein Fachhändler, also für den Lehm. Das ist super genial, so direkt ranfahren zu können, sich ein Big Pack mitnehmen zu können, weil auch wenn ich sonst immer direkt auf die Baustelle liefere, ja, so ein halber Big Pack ist meistens so, den man dann doch noch braucht oder den man dann halt übrig hat. Ja. Und dafür ist es genial. Super, drauf da. Wir wollen heute noch weitermachen. Ja. Die anderen machen schönen Mittag und Anna fährt nach Hitzacker und holt schnell neuen Lehm, damit wir noch weitermachen können. Super. Passt? Jo, passt. Dankeschön. Alles klar. Bestell schöne Grüße auf der Baustelle. Ja. Viel Spaß. Super. Tschüss. Bis dann, David. Ciao. Feierabend.
David wohnt in Hitzacker, nur einige hundert Meter von seinem Laden entfernt. Hier haben er und seine Familie vor 9 Jahren ein altes Haus gekauft und saniert. Natürlich ökologisch. Hallo. Moin. Hallo. Abendessen ist fertig. Boah, geil. Danke. Und bei euch? Wir haben heute Siebdruck gemacht in der Schule. Das war so cool. Siebdruck? Ja. David und seine Frau Kathleen haben in viel Eigenleistung das Haus restauriert. Parallel dazu hat David seinen Lehmladen aufgebaut. Mein erster Angestellter hat hier am Küchentisch gesessen, während mein Schreibtisch dort neben dem Kühlschrank gestanden hat. Und da stand dann auch das Telefon und das war immer so, oh, das Telefon klingelt, bitte seid mal alle leise. War immer ein bisschen anstrengend. Gleichzeitig waren aber auch die Beratungen, wenn dann jemand hierher zur Beratung gekommen ist, dann haben wir halt hier am Küchentisch gesessen. Und das war live auf der Baustelle. Und ich konnte dann halt sagen, ja guck, so sieht Unterputz aus, da ist schon Oberputz drauf. Das war sehr live und echt. Irgendjemand meinte mal, David kann da Kuhmilch verkaufen. Und das passt so. Also er steht total dahinter, aber er hat halt so viel Eifer dabei, dass er das halt einfach auch jedem schmackhaft machen kann. Und redet erstaunlich viel mit seinen Kunden. Weil eigentlich ist er nicht so ruhig. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst immer drunter leiden. Ich habe meine Worte am Tag schon aufgebraucht und hier ist dann immer nichts übrig. Genau. Ja, unser Baustellenbuch. Guck mal, wie das hier ausgesehen hat am Anfang. Läufer auf der Treppe. Genau, und das ist die Küche. Da sitzen wir jetzt. Die Teppiche waren so cool. Ja, da sitzen wir. Ein Jahr haben sie ihr Haus komplett umgebaut. Ganz fertig sind sie aber immer noch nicht. Wer tut sich sowas an? Ist schon echt, echt mutig. Das kriege ich aber halt bei meinen Kunden auch immer noch mit, ne? Wenn die halt wenn die erzählen, ja, wir haben hier ein altes Haus gekauft und diesen Stolz, den die Menschen da drin haben, ne, wenn die eine Baustelle gekauft haben. So, jetzt mit Abstand kann ich sagen, oh, gratuliere, du hast dir einen ganzen Berg voll Arbeit gekauft. So, das sehen die Menschen aber in dem Moment nicht und das dürfen sie auch nicht, weil dann würden sie es nicht tun. Und wir haben es auch nicht gesehen und wir haben es einfach gemacht. Und genau dieses Machen ist halt das, was wichtig ist. Ja. Knapp 300 Kilometer entfernt, Ostfriesland. In der kleinen Gemeinde Neukamperfehn ist David Feldbrügge heute auf einem ganz besonderen Außentermin. Auf dem neuen Dorfplatz entstehen 2 Häuschen aus Stampflehm. Hi. Hallo. Na? Ja. Gute Fahrt gehabt. Ja. Und ihr? Fleißig? Ja. Fertig, ne? Ich sehe ja. Ich habe gehört, heute kommt der große Tag zum Ausschalen. Stampflehm wird recht selten gemacht und ist hier oben in Ostfriesland tatsächlich was Besonderes. Das haben wir so noch nicht gehabt und ich würde auch sagen, in Gesamtnorddeutschland ist es das erste größere Projekt. Hier entstehen in 2 Dörfern dieser Gemeinde entstehen 2 solche Dorfhäuschen, Dorfmittelpunkte und das ist schon was Besonderes. Stampflehm ist ja eigentlich eine der ältesten Bauweisen, die es gibt. Ich weiß nicht jeder, aber zum Beispiel die chinesische Mauer ist auch aus Stampflehm gebaut eigentlich. Und das gibt es überall auf der Welt. Und eigentlich ist Stampflehm ja auch der Vorgänger vom Betonbau. Nicola Winker und sein Team bauen die kleinen Häuser. David hat mit geplant und das Material geliefert. Wo fangen wir an? Nico, was darf ich tun? Ha? Was darf ich machen? Du kannst theoretisch hier mit dem Hammer einmal rumgehen, alle Dinger mal so lösen. Ja, ja. Noch nicht abschrauben, nur lösen. Auch die Ecken. Die Ecken auch, genau. Den Lehm haben sie in ein Gerüst aus Holz hineingestampft. Heute soll die Holzverschalung runter. Ein großer Augenblick. Warte! Ach, in den Ecken sind einfach halt immer 2 Stangen, die sich dann gegenseitig blockieren. Da muss einfach immer die eine zuerst, sonst geht die andere nicht. Manches muss einfach nach der Reihe passieren. Jetzt, Lennart! Der Stampflehm besteht ausschließlich aus feuchtem Ton, Sand und Kies. Regensicher wird das Haus durch das überstehende Dach, das noch aufgesetzt wird. Ich habe das ja nur auf dem Papier gesehen bisher. Ne? Ich habe die Pläne gekriegt, habe ein bisschen mit ausgerechnet, wie viel Material gebraucht werden könnte. Habe Angebote gemacht fürs Material, aber jetzt sehe ich, was hier passiert ist. Das ist schon cool.
Stampflehmbauten finden sich seit der Jungsteinzeit überall auf der Welt, zum Beispiel in Mexiko, Marokko und Italien. Beim Stampflehm ist es so, du hast eine richtig stabile Schalung und dann wird das Material reingebracht und mit Pressluft richtig verdichtet. Ne? Also es gibt Pressluftstampfer und die verdichten das Material halt so richtig derbe. Und dabei entsteht ein tierischer Druck darauf. Auch gerade als ich rumgegangen bin und die Leisten gelöst habe, hat man das gesehen, wie sich das entspannt hat. Ne? Das ging so richtig mit einem Ruck raus. Dementsprechend stabil muss halt die Schalung gebaut sein und die verschraubt man in der Regel von innen gegen die Schalhölzer, damit die dann einfach hält während dem Arbeiten. Naja, und jetzt hat man halt die Schrauben, an die kommt man nicht mehr ran und muss das von außen halt so ein bisschen kaputt machen beim Auseinanderbauen. Aber das ist normal. Lehm hat viele Vorteile. Er ist wiederverwertbar, regional verfügbar, schadstofffrei und kann Feuchtigkeit optimal aufnehmen und abgeben. Aber Stampflehmbau, so wie hier, ist ausschließlich Handarbeit und dadurch teuer. Es hat jetzt natürlich ein paar Ecken und Kanten hat's noch, ne? Überall, wo jetzt Schrauben oder wo die Platten gestoßen haben. Und das kann man jetzt alles dann noch wegretuschieren. Wunderbar. Wir arbeiten 3 Wochen lang und sehen immer nur das kleine Stück vor uns. Und dann nach 3 Wochen, wenn wir es auspacken, dann erst sieht man, was man eigentlich gemacht hat. Und das ist schon immer ein spannender Moment auf jeden Fall. Aktuell ist Lehm als Baustoff wieder gefragt. Denn er könnte helfen, die CO2-Bilanz im Bausektor zu verbessern. Das verändert sich auch noch mal von der Optik total, wenn es trocken ist. Dann wird es viel einheitlicher und ist wie beim Lehmputz auch. Kleine Unebenheiten fallen nachher viel weniger auf, wenn es trocken ist, wie wenn das jetzt noch in einem ganz feuchten Zustand hier. Hat schon was von der Kathedrale. Also ist schon echt beeindruckend. Zurück in Hitzacker. Heute startet Davids großer Kalkworkshop. Moin. Na? Schön, dass ihr da seid. Gut geschlafen? Ja, sehr gut. Schönes Hotel. Genau, vorne gibt's Kaffee. Die anderen sitzen alle schon. Geht gleich los. Ich komme gleich. Auf diesen Tag hat er lange hingearbeitet. Kommt mal bitte alle zusammen, dann muss ich es nur einmal erklären. Das ist irgendwie einfacher. Wir haben hier verschiedene Stationen aufgebaut. David hat extra Kalkbauexperten aus Frankreich eingeladen. Der Workshop richtet sich an Handwerkerinnen und Handwerker, aber auch an interessierte Laien. Dann geht das hier vorne weiter. Hier haben wir halt die Station aufgebaut, wo wir Estrich machen können. Also mein Ziel ist tatsächlich einfach die Wiederverwendung von Material, die Einsparung von CO2, ne? Also hier diese Steine, die wir wiederverwenden wollen, das hier, dass man das reparieren kann, dass man einen Estrich machen kann ohne Zement, dass man da halt einfach einen Kalk verwenden kann. So, das sind die Ideen, ne? Dass wir einfach wirklich eine Bauwende machen können, weil alles ist da. Und das braucht aber ganz viel Wissen. Und das zeigen wir hier. In Frankreich wird in sehr vielen Bereichen mit Kalk gebaut. Die Bauexperten aus Frankreich zeigen einen Reparaturmörtel aus Kalk. An dieser Station kann man halt reparieren. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der Stein ist eingemauert in einer Wand und hat hier einen Schaden, dann ist es sehr aufwendig, diesen einen Stein zu ersetzen. Und um diesen Aufwand halt zu minimieren, kann man auch einfach mit der Steinersatzmasse diesen Stein halt reparieren. Der bleibt erhalten, der Aufwand ist geringer und entsprechend hat man da halt dann die Möglichkeit, Kosten zu sparen. Wir arbeiten in diesem Bereich, also restaurieren und sanieren alte Gebäude. Und da ist es einfach ein tolles Tool, so eine Reparaturmasse. Deswegen möchte ich das gerne ausprobieren. Herkömmliche Reparaturmasse ist meist auf Zementbasis und deshalb für historische Gebäude nicht geeignet. Das lässt sich schön plastisch nachbilden. Jetzt lassen wir das mal trocknen. Ne? Es wird auf jeden Fall zu rot. Man wird die Reparaturstellen gut sehen, aber ist ja auch Teil von Denkmalpflege. Also wir mischen hier in der Mitte. Hier sind Eimer, damit können wir das halt einfach mal füllen und mögt ihr den Kalk holen? Das hier ist Estrichkies und bei dem Estrichkies haben wir halt eine gröbere Körnung und die gröbere Körnung, die gibt halt die Festigkeit dann auch für den ganzen Aufbau. Das heißt, den Sand, den ich jetzt aus dem Haus rausgeholt habe, der ist eher
Der ist garantiert zu fein, ja. Den solltest du nicht verwenden. Nehmen für den Estrich. Sibylle Caesar ist kein Handwerksprofi. Sie interessiert sich besonders für den Estrich auf Kalkbasis. Dann mischen wir das mal an. Ich habe ein altes Bauernhaus gekauft von 1878 und möchte das gerne ökologisch sanieren. Ganz einfach. Ich habe wenig Ahnung vorher gehabt und habe jetzt seit einem anderthalb Jahren mich intensiv damit beschäftigt. Also ja, das ist jetzt hoffentlich mein Endpunkt, weil ich habe lange gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der den Zement aus dem Estrich rauslässt. Also ein Kalkestrich. Das war bisher nicht, nicht möglich. Alle, die ich angefragt habe, haben gesagt, nein, geht nicht. Das ist in Frankreich gang und gäbe und man braucht halt die richtigen Materialien dafür. Und wir haben in Deutschland aber auch immer das Problem, dass wir ja so eine Herausforderung haben zwischen DIN-Normen, Gewährleistung, Handwerkergewährleistung, was darf der Architekt überhaupt ausschreiben. Also so etwas hier, das kannst du in deinem eigenen Altbau machen, das funktioniert super, aber es ist halt immer das Problem mit den rechtlichen Dingen dahinter. Ne? Ähnlich wie Lehm ist Bauen mit Kalk Jahrtausende alt. Auch Kalk reguliert das Raumklima, gilt als allergikerfreundlich, ungiftig und soll Schimmelbildung vorbeugen. Immer mehr Menschen entdecken die alten Baustoffe jetzt neu. Wir haben schon miteinander kommuniziert. Ah, witzig, ne? Immer die gleichen Verdächtigen. Nicht Facebook, Instagram. Wie heißt du denn? Sibylle. David möchte in Zukunft einen Workshop pro Monat machen. Genauso liebe ich das, wenn die Leute alle miteinander klönen und irgendwie jeder macht etwas, alle lernen voneinander. Das ist total super. Also genau so muss das sein. Und David will sich Sibylles altes Bauernhaus ansehen und beim Estrich und der restlichen Sanierung beraten. Zurück beim alten Fachwerkhaus von Melf und Esther Sutter in Grabow in Mecklenburg-Vorpommern. David Feldbrügge hat erste Materialien zum Testen mitgebracht. Genehmigungen der Denkmalbehörde stehen noch aus. Deshalb dürfen sie im Haus selbst noch nicht arbeiten. Heute geht es erstmal um das Nebengebäude. Das Ruhewerk brauchen wir auch. Und das ist das Rieselschutzpapier, das kann nach oben. Das wird okay, oben. Super, danke. Das Gebäude war mal eine Glasereiwerkstatt und stammt von ca. 1920. Es steht nicht unter Denkmalschutz, deshalb können Sie hier einige Sachen ausprobieren. Jetzt habe ich ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Schilfrohr dabei, so dass wir mal die ersten Schritte gemeinsam machen können, wie das hier funktioniert. Als erstes sind die Wände im Erdgeschoss an der Reihe. Hier möchte das Paar eine Werkstatt einrichten. Für die Wand hatten wir überlegt, dass wir vielleicht gar keinen Putz dran machen, sondern das eventuell nur mit so einer Art Haftgrund, ich weiß nicht, was es genau gibt, nochmal so wie versiegelt. Dann kann man einfach nur mit einer Kalkschlemme draufgehen, ne? Die einfach nur mit einem Quast aufgepinselt und dann hat man hier halt einfach nur einen dünnen Kalk drauf. Du kannst sogar auch überlegen, in diese Kalkschlemme noch ein bisschen feinen Sand mit reinzumachen und das nur dünn drauf zu streichen. Das sieht schon ganz gut aus. Davids Vorteil, er kommt selbst aus der Praxis, hat jahrelang Häuser saniert. Zu seinem Konzept gehört, dass er seinen Kunden auch mal vormacht, wie es geht. Beim Kalk geht es einfach darum, dass das richtig nass ist, richtig gut vorgenässt ist. Und da muss richtig Wasser auf die Wand drauf. So, genau. Also David, das Gerät haben bis jetzt nur die Kinder genutzt, aber ja. Es scheint. Genau, also es funktioniert. Kalk braucht einfach Feuchtigkeit zum Abbinden. Und wenn der halt keine Feuchtigkeit hat, dann kann der nicht ordentlich abbinden, bleibt weich. Und genau, fällt dann wieder runter. Ich rühre jetzt hier eine Kalkschlemme an. Die werden wir einfach nur verwenden, um dann die Wände zu streichen, also zu kalken. Das ist ganz simpel. Das hat man früher immer in den Kuhställen gemacht zum Beispiel. Das ist einfach nur der Kalk, der angerührt wird mit Wasser. Und diese Schlemme kommt jetzt auf die vorbereitete genässte Wand. Zwei Bürsten. Man sollte halt nicht auf das stehende Wasser arbeiten. Also der Stein muss eine Feuchtigkeit haben, aber mehr nicht. So. Genau. Und dann einfach. Legt ihr direkt los oder ist das so ausreichend? Oder? Naja, du kannst gerne bis morgen weitermachen und würden wir morgen noch mal wiederkommen. Wir legen jetzt einfach los. Ja, das stelle ich mir ein bisschen. Und es ist das Gleiche, Schick. Was wir vorher auch mit dem Wasser gemacht haben, die gleiche Bewegung. Na, und dann muss man halt jetzt darauf achten, dass man auch schön in die Fugen kommt, weil um die geht's ja. Die sollen ja gefestigt werden.
gut aus. Mhm. Genau, also die Wand wird einfach so ein bisschen egalisiert, ne, von der Ansicht her. Also es wird alles gleichmäßig weiß. Man sieht so das Fugenbild nicht mehr so hervortreten. Diese ausgebesserten Fugen werden sich angleichen farblich. Und gleichzeitig festigt das aber halt auch den Untergrund nochmal. Ne? Also, weil ich da vorher rübergegangen bin, dieses Abkreiden und das Absanden, das ist dann halt auch weg. Wie kriegst du das hier in diese Löcher rein? Ja, das ist nämlich genau das Mühselige. Esther und Melf kommen aus Berlin, haben das Haus vor circa 1,5 Jahren gekauft und sind mit ihren Kindern schon in den Ort gezogen, um so viel wie möglich am Haus arbeiten zu können. Ich würde es mir nachher nochmal in Ruhe anschauen, aber so grundlegend ist super. Es bringt gleich so ein bisschen Ruhe rein in den Raum. So, das macht ihr jetzt noch einmal oder zweimal oder dreimal. Und dann habt ihr hier eine schöne Fläche. Super, danke schön. Ja, recht einfach, recht schnell und ausreichend für diese Art von Raum. David wird den beiden weiterhelfen, sobald die ersten Arbeiten im Haupthaus beginnen können. Der Baustoffhändler hat noch einen letzten Termin, ganz in der Nähe. Sibylle Cäsar aus dem Kalkworkshop hat sich gemeldet. Sie und ihr Mann haben inzwischen einen Teil ihres Fußbodens mit dem Estrich verlegt. Hallo. Hi, hallo. Hallo. Ja. Jetzt doch etwas unverhofft. Grüß dich. Hi, Sibylle. Hi. Hallo. Hi, David. Ja, ich wollte mir mal euren Kalkestrich angucken. Ja. Ich bin ganz neugierig. Also, ein Teil ist super geworden, ein Teil nicht ganz so, aber learning by doing. Habt ihr den selber eingebaut? Ja. Ja, wir hatten bei dem ersten hatten wir Hilfe und dann haben wir beim zweiten haben wir selber gemacht. Also er war halbfertig und ich habe angeschlossen und das sieht man, das ist nicht so toll geworden. Du siehst es hier, aber alle haben mich getröstet und haben gesagt, naja, es kommt ja jetzt die Fußbodenheizung oben drauf und dann der Oberbelag. Also insofern, haben wir noch du Ausgleich. Grinst, schlimm? Nein, ey, alles gut. Also Ausgleichsmöglichkeiten. Ja. Ich bin gerade reingekommen und habe gedacht, und welchen Boden habt ihr gemacht? Also den und den. Also den ganz alleine und den hier zu 3/4. Der Estrich kommt ohne Zement aus und verursacht weniger CO2 in der Produktion. Hat Spaß gemacht, ist wirklich auch einfach auszuführen selber. Ja, man muss sich natürlich, also wenn man zwei linke Hände hat, wird es schwierig. Aber wenn man Spaß hat an dem, was man macht und die Ausführung dann auch durchzieht, dann ist es toll. Hier ist Davids Mission geglückt. Sein Wissen weitergeben und mehr Menschen von ökologischen Baustoffen begeistern. Das macht halt richtig Freude, das zu sehen, wenn so viel Herzblut da reingesteckt wird und wenn das so gut ist und wenn da so viel Energie von euch reinfließt. Ne, das ist einfach genau das, was ich ja auch immer wieder versuche zu propagieren, dass einfach die Baustoffe wiederverwendet werden, dass die natürlichen Baustoffe verwendet werden und halt die Erfahrung, dass es eben nicht kompliziert ist. Nee, es ist nur Arbeit, die muss halt gemacht werden. Ja, schön, schönes Ding, was ihr hier habt. Tschüss, vielen Dank. Macht's gut. Gute Fahrt. Tschüss, danke. Tschüss.